Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich hier bin, dass ich hier sein darf, weil ich tatsächlich auch einfach den Eindruck habe, dass gerade im Bereich der digitalen Archivierung und auch der Webarchivierung auch dieser Austausch zwischen Forschung und den Gedächtnisinstitutionen, um das mal frei zu fassen, wirklich wichtig ist. So, ich versuche jetzt mal meine Präsentation freizugeben. So, ich hoffe, es hat jetzt auch mit sehr gut. So, genau. Genau. Ich werde versuchen darzustellen, wo die Schwierigkeiten liegen bei der Webarchivierung, wie man es trotzdem versuchen kann und welche Hilfsmittel es dann gibt, das, was die Artefakte, die dabei entstehen, dann zu verstehen. Also wie man sie verstehen kann, ist etwas hochgegriffen. Also es geht nur vor allem um die Hilfsmittel, die wir anbieten können als Gedächtnisinstitution. Denn da, also das ist das, was ich so habe. Also ich habe vor allem die Perspektive der Praktikerin in der Gedächtnisinstitution, aus der ich jetzt quasi auch vortrage. Zuerst mal zum Moment. Ablauf so ein bisschen. Also ich werde zuerst mal ein bisschen eingehen darauf, was eigentlich das Web ausmacht, was es so schwierig macht und dann auch die archivierten Webseiten. Dann verschiedene Ziele in der Archivierung, die dann mit verschiedenen Techniken versucht werden können, umzusetzen. Dabei kommen dann verschiedene Formate und Metadaten raus, beziehungsweise ins Spiel. Und zum Schluss werde ich dann versuchen, ein bisschen über die Optionen zur Bereitstellung und Nutzung zu kommen. Und am Ende noch so ein paar die offenen Fragen und Themen, die gerade so im Raum stehen und wahrscheinlich auch noch weiter im Raum stehen werden, anzureißen. Die rechtliche und ethische Fragen werde ich jetzt nur sehr am Rande behandeln, aber kann man sicherlich im Anschluss auch nochmal drüber reden. Aber zuerst mal angefangen mit der Frage, warum ist es eigentlich so schwierig, das Web zu archivieren? Und vorweg vielleicht noch ganz kurz zum Begriff Webarchiv, also der Webarchivierung. Also mit Web meine ich jetzt einfach alles, was man über das Hypertext Transfer Protocol übers Internet abrufen kann. Ich werde in erster Linie über traditionelle Webseiten sprechen, am Rande auch ein bisschen über Social Media. Genau, und auch ein bisschen noch über RSS-Feeds, die wir einsammeln. Also inwiefern man von tatsächlicher Webarchivierung sprechen kann, kann man eigentlich auch immer noch mal darüber diskutieren. Also was ich jetzt einfach, also wofür sich der Begriff Webarchiv hat sich ja einfach inzwischen eingebürgert dafür, für archivierte Versionen von ehemals Webinhalten, die in irgendeiner Weise quasi lokal gespeichert werden, sodass man halt nicht mehr auf die ursprünglichen Internetquellen zugreifen muss, um sie aufzurufen. Was quasi das Web ausmacht oder die Probleme der Webarchivierung ausmachen, das hat der dänische Webhistoriker quasi Niels Brügger schon sehr ausführlich analysiert. Und ich werde das einmal versuchen, jetzt hier an dieser hübschen Internetseite. Es ist eine der ältesten, die wir haben. Parteitag von 1996, der sogenannte Jugendparteitag. Ich finde, man merkt daran oft, dass das, was mal versucht, jung und hip zu sein, besonders schnell altert. Aber ja, genau. Also man sieht hier jetzt quasi das, was man damals auch irgendwie im Browser gesehen hätte. Aber das ist quasi das, was Niels Brügger als Visual Layer darstellt. Also die sichtbare Ebene quasi des Internets. Dahinter steht aber eben ein Hidden Layer, also die versteckte Ebene. Also es ist das eine Sache, die quasi die alle Webinhalte ausmacht. Man hat immer mindestens also diese zwei textuellen Ebenen. Und die Seite setzt sich, also sieht man hier auch schon so ein bisschen, setzt sich eben zusammen aus ganz vielen verschiedenen Dateien, Dokumenten, die immer wieder neu zusammengesetzt werden können. Es ist also fragmentiert und die Fragmente sind eben verbunden über die Hyperlinks. Wir haben also letztlich ein uferloses Netz an verschiedenen Dateien und Dokumenten, in denen es keine klaren Grenzen gibt und die sich auch ständig verändern. Und das bedeutet, das ist natürlich schwierig für die Archivierung, weil wenn wir jetzt versuchen zu archivieren, versuchen wir ja irgendwas zu fixieren. Aber wir müssen also erstmal was auswählen und dann müssen wir es irgendwie versuchen zu fixieren. Und damit hat man quasi in der Archivierung immer einen Transformationsprozess, den ich jetzt an zwei Tweets versuche, mal ein bisschen deutlich zu machen. Also Niels Brügger spricht eben davon, wir haben hier jetzt oben, hätten wir jetzt quasi ein Digital Reborn und der wird transformiert durch einen Archivierungsprozess und es wird dabei etwas quasi Neues quasi zusammengesetzt und wir haben also quasi das Born Digital, das zu einem Reborn Digital wird. So, und zwischen den beiden gibt es
Unterschiede, beziehungsweise die archivierte Webseite hat verschiedene Probleme. Zum einen ist sie inkonsistent, also oder das digitale Objekt dann ist inkonsistent. Das kann man hier jetzt ganz schön sehen an dem temporalen, also die temporale Inkonsistenz lässt sich hier relativ deutlich sehen. Also wir haben hier unten, ich weiß nicht, sieht man meine Maus? Ja, also genau, man sieht hier, also dieser Tweet ist vom 28. Februar 2017. Im Status hat man aber hier diese lustigen Impfspritzen. Das liegt daran, dass wir diesen Tweet 2021, glaube ich, quasi gesichert haben. Und dabei hat sich halt, hat sich der Status von 2021 kombiniert mit dem Tweet von 2017. Das ist hier jetzt noch einigermaßen deutlich, aber das sind natürlich so Sachen, die, also sind so Inkonsistenzen, die auch bei normalen Webseiten entstehen können. Also so ein Crawl von einer Webseite kann sich über Tage und Wochen ziehen und dann können sich halt quasi Sachen zusammenbauen, die nie zusammen waren eigentlich. Daraus wird auch schon deutlich, und man sieht es hier auch, es wird ja dann irgendwas zusammengebaut, was irgendwie eine Version ist. Also wir haben immer eine Version, wir haben keine Kopie. In dem Fall ist es auch, also den oberen Tweet, den Screenshot habe ich irgendwie jetzt letzte Woche gemacht. Wenn ich jetzt die ganze Seite genommen hätte, hätte man dann natürlich jetzt schon das X drauf und nicht mehr Twitter. Also die Plattformen verändern sich, aber es kommt natürlich auch darauf an, selbst wenn ich es kurz danach gucke, es kommt darauf an, schaue ich es auf dem iPhone an, schaue ich es auf Android an, schaue ich es auf dem großen Bildschirm an. Das sind alles, ich habe immer nur eine Version, ich habe nie eine Kopie. Und diese Kopien sind dann zusätzlich auch immer quasi unkontrolliert, ein bisschen oder schwer kontrollierbar unvollständig. Diese Crawl-Prozesse, also werde ich da noch dazu kommen, also es ist immer unverständlich, was wir einsammeln. Und es ist nicht immer ganz leicht nachvollziehbar, warum es unverständlich ist und was eigentlich fehlt und ob was fehlt. Was noch und erschwerend kommt noch hinzu, dass sehr bald, nachdem man den Archivierungsprozess angestoßen hat, auch kein Original mehr da ist, mit dem man es abgleichen könnte. Also ich kann auch nicht mal genau sagen, wobei, wie gesagt, es gibt auch nicht in dem, also es ist auch schwierig zu sagen, was ist eigentlich das Original, weil so, das jeweils unterschiedlich sich darstellt. Wir haben also auf jeden Fall schon mal das Problem, wir können auf jeden Fall nicht das Original sichern. Wir müssen schon vorher irgendwie festlegen, was wir jetzt eigentlich einsammeln wollen. Und dabei spielt es dann immer eine Frage, wer eigentlich sammelt und wozu. Da gibt es sehr unterschiedliche Use Cases. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, also es kommt schon erstmal dazu, dass auch innerhalb von den Gedächtniseinrichtungen nicht ganz eindeutig ist, wer denn jetzt eigentlich zuständig ist. Also in der Regel, es gibt Archive, die sammeln. In der Regel sind es vor allem Bibliotheken, die Webarchivierung betreiben, weil Webseiten als veröffentlicht gelten. Andererseits wird damit oft auch Verwaltungshandeln dokumentiert. Das gehört dann klassisch in die staatlichen Archive. Gerade bei Social Media muss man sagen, da ist ja auch die Grenze zwischen privat und öffentlich nicht so eindeutig. Das heißt, auch da könnte es auch unter Archive fallen. Also bei den Gedächtnisanregungen ist es schon nicht so eindeutig. Aber die Gedächtnisinstitutionen sind auch nicht die einzigen, die das grundsätzlich manchmal machen. Also jetzt mal so als Symbol, es gibt natürlich Unternehmen, die Webarchivierung machen. Bei denen geht es dann meistens um so rechtliche Aspekte. Man sagt, also man muss dann für mindestens 10 Jahre nachweisen, dass, ich weiß nicht, man über die Nebenwirkungen seiner Medikamente richtig aufgeklärt hat oder sowas. Oder man ist eine Privatperson, hat einen Blog geschrieben über seinen schönen Urlaub in Neuseeland und möchte dann vor allem die Texte und Bilder sichern zum Beispiel. Dann gibt es natürlich ForscherInnen, die möglicherweise für ihre Forschungsarbeiten dann natürlich auf einen bestimmten Forschungszweck hin in irgendeiner Weise Webinhalte sichern. Da stellt sich dann auch die Frage, wie geht das in die Archivierung über? Wobei bei denen hat man dann auch wieder zum einen den kurzfristigeren Aspekt, dass vielleicht für 10 Jahre aus irgendwelchen Forschungsrichtliniengründen, das auch zu bewahren und aber andererseits natürlich auch eine dauerhafte Replizierbarkeit zum Beispiel zu ermöglichen. Und dann hat man die Gedächtnisinstitutionen, die einen sehr viel weniger eng umrissenen Nutzungsszenarien haben, sondern die eben das kulturelle Erbe, das digitale kulturelle Erbe bewahren wollen. Und gerade also im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung hat sich also diese Frage dessen, was
ist eigentlich das, was versuche ich, welche Charakteristiken eines Dokuments oder eines Objekts versuche ich zu bewahren, ist eine grundsätzliche Frage in der digitalen Langzeitarchivierung. Das gilt nicht nur für archivierte Webseiten, sondern auch für viele andere digitale Objekte. Und dabei hat sich in der digitalen Langzeitarchivierung das Konzept der signifikanten Eigenschaften entwickelt, dass wir also versuchen, uns zu überlegen, welche Eigenschaften des Objekts halten wir für die, die wir bewahren müssen. Und um das festzulegen wiederum, ist einer der Ansätze, dass wir versuchen, uns zu belegen, was sind unsere sogenannten Designated Communities, was sind unsere Nutzungsgruppen in 10 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren, was vermuten wir, dass die brauchen. Das ist natürlich immer ein Stück weit Spekulation. Wir haben das mal versucht zu machen, jetzt auch für archivierte Webseiten. Also es ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber man sieht oben eben die vier Nutzungsgruppen, von denen wir aktuell ausgehen. Und senkrecht sieht man die Merkmale, die wir quasi identifiziert haben und wo wir dann versucht haben, das ist natürlich jetzt sehr auf die Zahlen runtergebrochen, das ist an sich ein langes Textdokument auch, in dem wir versucht haben zu analysieren, welche Merkmale, auf was wir versuchen, Schwerpunkte zu legen, weil wir davon ausgehen, dass das zukünftig wichtig sein wird. Das kann aber natürlich für einen anderen Archivierungszusammenhang ganz anders aussehen. Und ein Stück, und was man natürlich noch dazu sagen muss, ist letztlich, jede archivierte Webseite besteht ja aus einem Konglomerat von ganz verschiedenen Dateien und für jede von diesen Dateien kann man wiederum signifikante Eigenschaften ermitteln und bei denen man versuchen will, letztlich die zu erhalten. Wobei man sagen muss, dass die natürlich in der Website im Prinzip jede Art von Format drin sein kann, wodurch man auf die lange Perspektive von einem großen Problem steht. Und diese langfristige Archivierung von Webseiten ist im Prinzip auch noch ein relativ offenes Problem. Insofern ist das, was man hier sieht, jetzt auch erstmal, wie soll man sagen, so ein bisschen das Ideal, das wir anstreben. Wir haben als Problem da, das eine Problem ist das technische, das andere Problem, das ich hier jetzt nur ganz kurz anreißen möchte, sind die Rechtsfragen. Wurde eben, also jede, also wenn man eine Webseite archiviert, ist das immer eine Form von Kopie und damit fällt es immer unter den Urheber und das Urheberrecht und das Urheberrecht ist eben im europäischen Raum hier relativ restriktiv gehandhabt. Die Deutsche Nationalbibliothek und manche Landesbibliotheken haben tatsächlich die gesetzliche Erlaubnis, auch manche Landesarchive haben die gesetzliche Erlaubnis, für ihren Sammlungsbereich zu archivieren. Wir jetzt zum Beispiel sind zwar ein öffentlich zugängliches Archiv, aber unsere Archivierung beruht auf privatrechtlichen Verträgen mit den HinterlegerInnen. Das heißt, wir müssen jeweils dann Verträge schließen mit den HinterlegerInnen, um deren Webseiten archivieren zu dürfen. Und gerade im Bereich der Social Media kommt man dann immer, wird es sehr komplex, weil sich da ja auch sehr verschiedene Inhalte mischen. Ich bin aber keine Juristin und gehe deshalb jetzt lieber zur Technik, da fühle ich mich wohler. Und ich habe hier jetzt mal 6 Varianten der technischen Zugänge zur Webarchivierung aufgeführt. Weggelassen habe ich jetzt einfach mal, man kann natürlich einzelne Dateien runterladen und sichern, aber da geht so viel vom Web verloren, dass ich sagen würde, das ist jetzt nicht sehr umfassend. Und diese 6 Varianten hier kann man natürlich kombinieren und wir können zum Teil auch, gehen auch zum Teil auch ein bisschen ineinander über. Ein erster Ansatz ist, es sind einfach Screenshots oder Screencasts. Also man macht eben Bildaufnahmen oder Videoaufnahmen von dem, wie eine Seite aussieht oder wie eine Seite funktioniert. Das ist natürlich eine gute Option. Also ich habe hier einfach mal, das ist mal ein Beispiel. So sieht die SPD, die erste Seite der SPD als langes PDF aus quasi. Das ist gut, um eben das Aussehen von der Seite zu dokumentieren. Wenn man so ein Video macht, kann man natürlich auch das Look and Feel so ein bisschen, also weiß ich nicht, Datenbank abfragen oder so, wie reagiert die Seite aufnehmen. Alles, was unter der Oberfläche ist, geht aber natürlich dabei verloren. Es gibt dann zum Teil auch Software, die sowas dann hinterlegt, noch mit Links, damit zum Beispiel zumindest die Verlinkung erhalten bleibt, aber dabei geht natürlich viel verloren. Das Crawling und Harvesting dagegen, das basiert letztlich auf der Webtechnologie, also auch auf dem, wie das
Web funktioniert. Also dass die Crawler bauen auf letztlich auf der Basistechnologie für die Indexierung von Suchmaschinen. Also die krabbeln durchs Netz, denen gibt man ein oder mehrere Ausgangsseeds mit und von denen aus verfolgen die die Links, die sie finden, durchs Netz und also nach Regeln, die man aufstellt. Also hier habe ich jetzt zum Beispiel eingestellt, dass man das immer jede URL, in denen zweimal List vorkommt, nicht mehr weiter nachverfolgt wird. Und laden dann die Inhalte runter. Das ist deutlich vollständiger. Also man hat dann natürlich eben die, denn man hat dadurch eben diesen unsichtbaren Teil eingesammelt. Man hat die ganzen Dateien. Was allerdings nicht so gut funktioniert, sind dynamischere Elemente. Also sobald irgendwie JavaScript im Spiel ist zum Beispiel oder so, wird es oft schon ein bisschen schwierig. Was natürlich auch nicht geht, sind alle Interaktionen mit den Menschen, also irgendwelche Suchen auf der Seite oder solche Geschichten, das funktioniert nicht. Und die Crawler hinken letztlich natürlich auch immer der neuen Webseitenentwicklung hinterher. Also man hat da immer, wir verwenden zum Beispiel Helltrix und es gibt immer wieder neue Versionen, aber die Anpassungen sind natürlich letztlich immer ein bisschen zu langsam. Es gibt auch gibt's neuere Versionen von Crawlern, zum Beispiel Browser-Trix, die stärker browserbasiert sind und die auch so ein bisschen, in denen so ein bisschen das Verhalten eines Users simuliert werden kann, sowas wie Scrollen auf der Seite. Die sind dann wieder ein bisschen besser für dynamische Seiten. Aber ideal ist es nicht. Andererseits hat man eben die ganzen Dateien, hat dann quasi zumindest mal so einen ganzen Eimer voll mit Dateien, wie Brügger sagt, man hat a bucket full of files. Bedeutet natürlich dann, dass die Weiterverarbeitung auch wieder ein bisschen komplex wird, da komme ich dann nachher nochmal drauf. Aber trotzdem ist es schon die umfassendste Lösung für die Webarchivierung aktuell und letztlich auch die verbreitetste. Verwandt damit ist letztlich das Scraping. Beim Scraping, also das wird oft kombiniert auch mit dem Crawling, der wird aber nicht quasi die ganze Datei runtergeladen, sondern es wird nur ein Teil des Inhalts runtergeladen. Hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Scraper oder die Konfiguration für einen Scraper von Twitter, den wir verwendet haben, aber der funktioniert jetzt seit Frühjahr diesen Jahres halt auch nicht mehr. Da hat man eben, da lädt man dann nur die bestimmten Daten und Metadaten, die über die Oberfläche zugänglich sind, runter, die man dann definieren kann. Auch verwandt mit dem Harvesting ist das Web Recording. Dabei ist es so, dass nicht ein Crawler durch das Netz zieht, sondern eben ein Mensch mit der Internetseite interagiert. Die Interaktionen werden quasi mitgeschrieben, aber also nicht im Sinn von, dass mitgefilmt wird, sondern es werden jeweils die Dateien runtergeladen, die quasi für den Browser runtergeladen werden. Also in dem Fall gibt es zum Beispiel das Chrome Extension. Und also damit kann man dann zum Beispiel sowas wie, wenn auf einer Seite sowas wie interaktive Karten sind oder sowas, wo aber halt jemand mit interagieren muss, dafür ist diese Software gut, allerdings hat die dann natürlich den Nachteil, dass sie einfach sehr viel Aufwand bedeutet für die Archivierung. Zwei Techniken, die wir nicht verwenden und von denen ich deshalb leider jetzt hier auch keine Anwendungsbeispiele zeigen kann, sind noch die serverseitige Archivierung. Das ist, bedeutet, also dafür braucht man logischerweise den Zugriff auf den Server. Das heißt, in dem Fall bündelt man alle Teile einer Software oder alle Softwareteile, auch vielleicht auch noch das Content-Management-System, die man braucht, um eine Webseite quasi wieder ans Laufen zu bringen. Das ist insbesondere für sehr dynamische Seiten, die auch stark zum Beispiel mit Datenbanken zusammenhängen oder sowas. Also wenn man hier eine möglichst vollständige Sicherung haben will, bietet sich sowas wie die serverseitige Archivierung an. Das Problem dabei ist aber natürlich, dass man dann auch ein sehr komplexes Bündel an Dokumenten hat. Und um die Seite wieder, wenn man versuchen will, die wieder so herzustellen, wie sie ursprünglich mal war, muss man natürlich auch diese ganze Umgebung emulieren. Und es holt sich damit natürlich eine ganze Menge an technischen Problemen quasi mit ins Haus. Und dann gibt es noch den API-Zugriff, eben den Zugriff auf die Programmierstelle, gerade größere Webseiten oder insbesondere Social-Media-Plattformen haben die üblicherweise diese APIs, so ja zum Beispiel jetzt auch bei Twitter.
Darüber kann man sehr schön strukturierte Daten ziehen. Das Look und Look and Feel der Seite bekommt man darüber in der Regel nicht. Aber für bestimmte Archivierungszwecke ist das schon sehr nützlich. Allerdings ist man da, wie man jetzt eben auch bei Twitter gesehen hat, natürlich darauf angewiesen, dass der Plattform oder der Software, der Webseitenbetreiber einem den Zugriff auch gewährt. Das muss er eben nicht. Und diese APIs können sich halt schnell ändern oder sie können, es kann Geld dafür verlangt werden. Genau, das sind so die Nachteile. So. Wie ich gerade schon erwähnt habe, also je nach Archivierungstechnik hat man dann eben verschiedene Formate, die dabei rauskommen. Gut, das erste sind Bilder und Filme, da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht so viel zu sagen. Also das Vorteil davon ist eben ist eine sehr einfache Handhabung, die lassen sich relativ gut archivieren. Der Nachteil ist natürlich, man für jede Form von automatischer Auswertung muss man erstmal, weiß ich nicht, müsste man zum Beispiel erstmal wieder den Text versuchen, aus dem Video auszulesen oder den Ton oder so. Also es wäre aufwendig, dafür gibt es keine klaren Standards. Und man hat der Blick unter die Oberfläche fehlt. So gesehen ist ein bisschen die strukturierten Textdateien so ein bisschen das Gegenstück. Das hier ist jetzt zum Beispiel das so eine JSON-Datei, wie sie rauskommt, wenn man mit diesem Webscraper, den wir benutzt haben, Twitter-Tweets sichert. Da hat man dann eben ja so eine strukturierte Textdatei, die man möglicherweise, aber die möglicherweise in Kombination natürlich mit einem Bild und einem Film einem den Eindruck, also die quasi verschiedene Zugänge dann zu dieser Ursprungsquelle bieten können. Dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die eher rauskommen, wenn man Crawling macht. Also es gibt Crawler, also ältere Crawler haben oft noch in der einfach HTML-Ordnerstrukturen angelegt. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Das hier ist die Webseite der SPD Saarland von 2012. Also das sind einfach Ordnerstrukturen, in denen dann HTML-Files unten drin liegen. Man hat hier also wirklich, hier hat man jetzt schon mal diesen Eimer mit Dateien einfach, mit denen man dann theoretisch weiterarbeiten kann. Ein Problem hier ist zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt aber versuchen würde, diese Dateien einfach zu öffnen, dann hat man in dem Fall, das ist eine PHP-Seite, da funktionieren dann die Links meistens nicht mehr, weil die quasi über den PHP-Server generiert worden sind. Das heißt, dafür ist das nicht ideal und deshalb, also unter anderem deshalb gab es dann letztlich ein Stück weit als Weiterentwicklung davon das WebArchive-Format, das WAG-Format. Das ist entwickelt worden vom Internet Archive in den USA. Genau, also das ist letztlich ist ein Containerformat, in das einfach alle Files reingeladen werden, die im Prozess der Archivierung, dem Prozess von einem Crawler eingesammelt werden. Und zusätzlich werden noch ein Stück weit Prozessmetadaten geschrieben. Also es wird noch mitgeschrieben, wie die Kommunikation zwischen Client und Server aussah. Da haben wir hier, das ist jetzt der Anfang eines Records. Also diese WAG-Dateien setzen sich zusammen aus ganz vielen Records. Und das ist der Anfang von einem Record in einer WAG-Datei. Da hat man oben, sieht man einfach ein paar Informationen zum WAG. Also oben sieht man, welche Version des WAGs das ist, welche URI das ursprünglich ist, dass es eine Response-Type ist. Und man hat auch hier dann eine Hash-Summe, an der man dann nachprüfen kann, ob irgendwie die Payload sich verändert hat. Dann hat, also weit auch im Header noch, sind zum Beispiel eben hier dann quasi die Informationen dazu, dass das eine Response ist vom HTTP und dass es korrekt durchgelaufen ist, deshalb der 200er-Code als Status-Code. Es könnte hier auch 404er sein, dann ist es unten leer. Genau, das ist der Header und im Body die Payload, ist dann quasi die eigentliche Datei, die runtergeladen worden ist. In dem Fall haben wir jetzt eine HTML-Datei, das heißt, die kann man auch einfach lesen. Wenn das jetzt ein Bild wäre oder so, dann wäre hier halt der übliche Buchstabensalat, der halt passiert, wenn man eine binäre Datei mit einem Texteditor öffnet. Man sieht hier so, also man kann das im Prinzip, es ist im Prinzip menschenlesbar, aber es ist natürlich nicht eigentlich dafür gedacht, dass man damit direkt interagiert. Das sind auch einfach sehr große Dateien.
eben diese Eimer an Dateien. In der Regel wird ein Wag nach einem Gigabyte geschnitten. In einem Crawl hat man in der Regel mehrere, also insofern mehr, also je nachdem, wie viele Webseiten man gleichzeitig einsammelt, hat man da auch mehrere hundert WAG-Dateien dann, auf die sich dann diese Seiten verteilen. Und da muss man dann, also die muss man insofern erstmal handhabbar machen, damit man mit denen dann wieder irgendwas anfangen kann. So, bisher hatten die, das waren jetzt quasi vier Versionen davon, wie die archivierten Seiten quasi sich als Dateien zeigen können. Dann entstehen im Prozess der Archivierung aber auch noch Log- und Report-Dateien, also im Idealfall jedenfalls. Die meisten Crawler machen das automatisch. Und die können wiederum dabei helfen, diese Crawls ein Stück weit nachvollziehbar zu machen. Das kann dann eben dabei helfen, so Problemen wie der Unvollständigkeit oder sowas, also dass man zumindest nachvollziehen kann, was nicht mitgekommen ist. Hier sieht man jetzt mal, das ist jetzt der Crawl-Report, wo quasi einmal zusammengefasst worden ist, was hier passiert ist, also wie dieser Crawl abgelaufen ist. Und hier kann man jetzt hier oben sehen, als Crawl-Status ist finished, endet bei Operator. Was bedeutet, der Crawl ist nicht durchgelaufen, bis er quasi zu Ende war nach der Definition der Regel, sondern den habe in dem Fall konkret ich abgebrochen. Jetzt kann man Mutmaßungen dazu anstellen, warum das so ist. Eine Möglichkeit, um das zu verifizieren, ist ein Blick in den Crawl-Log. Also da wird einfach, werden alle URLs mitgeschrieben, die versucht worden sind einzusammeln. 200 bedeutet eben, es hat geklappt. Wenn man hier jetzt, 302 bedeutet Weiterleitung, wenn man hier jetzt drauf schaut, das hat immer exakt die gleiche, das hier ist die Größe der Dateien, die runtergeladen worden sind. Das hat hier immer exakt die gleiche Größe. Und wenn man jetzt hier weiter rechts reinschauen würde, könnte man daraus quasi erkennen, hier ist der Crawler in eine sogenannte Crawler-Trap gelaufen. Also das sind, wenn man auf Seiten, so, wenn der Crawler so quasi eine Endlosschleife läuft, das sind diese Traps. Eine Möglichkeit dafür ist zum Beispiel, wenn man einen Kalender hat, der quasi immer weiter nachlädt und also man irgendwann dann den leeren Kalender für 2200 crawlt, macht dann nicht so viel Sinn. Und also an der Stelle muss man dann abbrechen. Und in der Regel starten wir den Crawl dann, also dann wird versucht, quasi die Konfiguration des Crawlers zu ändern, damit diese Crawler, dann wird die Crawler-Trap letztlich ausgeschlossen. Das steht dann auch wieder in der Konfigurationsdatei, die deshalb halt auch wichtig ist, um quasi zu verstehen, was gar nicht erst im Crawl drin sein kann, quasi. So, aber genau, also in der Regel kommen diese Dateien gar nicht erst ins Archiv, aber mitunter dann doch. Also wenn ich zum Beispiel, wenn es mit der Konfiguration einfach nicht klappt und ich es einfach nicht schaffe, die Crawler-Traps alle auszuschließen, dann kommen die doch ins Archiv oder auch mal aus anderen Gründen. Die Gründe kann man dann natürlich nicht hier aus der Technik ablesen. Deshalb braucht man zusätzlich auch noch Kontextmetadaten. Wir halten die fest in ISATG. Das ist ein Archivstandard, eigentlich einfach so klassischer Standard für die deskriptive Metadaten. Wir verwenden den auch für die Archive. Und hier ist jetzt zum Beispiel steht zum Beispiel drin, Job ist wegen Computerabsturz nicht ordentlich beendet. Also in dem Fall gab es, glaube ich, tatsächlich einen Stromausfall. Das Ganze war aber während Corona und ich konnte die Crawls nur aus dem Büro aus anstoßen. Und in der Phase habe ich zum Teil auch einfach Jobs quasi gespeichert, obwohl sie nicht ideal waren. Ich habe das jetzt mal hier reingeschrieben. Ich muss zugeben, das sind auch so ein bisschen Sachen, von denen niemand so ganz genau weiß, was und wie fein man hier am besten mitprotokolliert, weil es ist so ein bisschen, könnte mal für die Quellenkritik interessant sein. Vielleicht ist es auch völlig unnötig. Wir werden, also ja. So, Moment, genau. Man muss ein bisschen sagen, genau, für diesen Bereich, es gibt da auch noch nicht in dem Sinn so einen richtigen Standard dazu, wie man diese Metadaten und diese ganzen, alle Daten drumherum, die ausmachen, warum sich ein Webarchiv so gestaltet, wie es sich gestaltet, wie man das am besten festhält. Es gibt, also man kann, also wir haben eben eine relativ überschaubare, also eben, ja, eine relativ kleine Sammlung an Seiten, die ist überschaubar. Da kann ich das machen, aber die DNB kann jetzt nicht für so einen Domain-Crawl, für alle ihre Crawls solche Informationen nachhalten.
Wie gesagt, also alle Logs, die automatisch gespeichert werden, werden in der Regel auch mit gesichert. Die können dann später quasi so Quellenkritik mit herangezogen werden. Sammlungsprofile spielen natürlich eine Rolle, wo überhaupt erstmal definiert wird, was auch gesammelt wird. Und ein Ansatz, wie man das quasi formal in den Griff bekommen könnte, sind die sogenannten Data Sheets für Datasets. Die sind eigentlich für die Textkorpus, also quasi für Textkorpora für Machine Learning entwickelt worden. Also die werden quasi die Textkorpora, die, auf denen das Machine Learning quasi trainiert worden ist, die bekommen quasi eine Charakterisierung mit, was da drin ist. Und es wird gerade erprobt, inwiefern man quasi ist ein Fragenkatalog, ob man den Fragenkatalog adaptiert auch für Webarchive quasi verwenden kann. Aber so abgeschlossen ist diese Diskussion noch nicht. So. Genau. Also wir nehmen jetzt mal an, wir haben irgendwas archiviert. Dann ist natürlich jetzt die nächste Frage, wie wird das Ganze denn zur Verfügung gestellt? Ich beschränke mich bei dem Teil jetzt einfach ganz auf WARCs. Zum einen muss man sagen, dafür gibt es, also ist es am verbreitetsten. Es gibt deshalb dafür die meisten Tools und ist es aber natürlich umgekehrt auch am spezifischsten. Also so einfach so ein Ordner mit HTML-Dokumenten, das ist jetzt keine, also da braucht es jetzt vielleicht oder dafür gibt es jetzt keine so spezifischen Tools. Aber genau, für WARCs durchaus. Und es gibt letztlich zwei Grundansätze, was man jetzt mit diesen WARCs macht. Das eine ist, wir versuchen sie quasi so wiederherzustellen, wie sie sich ursprünglich gezeigt haben im Browser. Und die andere Variante ist eben, wir versuchen, diese ganzen Daten, die da drin liegen, so zu öffnen, dass man sie dann neu zusammensetzen kann, wie man halt möchte. Um es quasi im Browser darstellen zu können, gibt es sogenannte Replay-Software. Wir verwenden dafür Python Wayback. Das vom Internet Archive gibt es auch noch Open Wayback. Das sind letztlich Software, wofür man also die Indizes herstellt auf diesen URLs und über die man dann letztlich diese URLs bestenfalls so öffnen kann, wie sie sich ursprünglich dargestellt haben und denen man dann rumklicken kann. Der Nachteil ist, also man kann hier eben nur über die URL rein. Wir haben unten jetzt einfach mal damit es ein bisschen leichter ist für den Einstieg, so einfach mal Listen mit URLs angegeben. Man kann dann hier reingehen, dann bekommt man verschiedene Zeitschnitte angeboten, zu denen man die angucken kann. Kann die dann öffnen. Oben wird dann der Timestamp auch angezeigt und man kann dann zwischen den Timestamps auch wechseln. Also das ist dann. Es ist abgeschnitten, ich glaube, es ist von 2021 dann. Also das sind eben verschiedene, ach nee, muss später sein. Wenn der Landesparteitag in 2022 drin ist. Okay, jetzt wahrscheinlich jetzt 2022. Genau. Sieht es jetzt in der Darstellung ganz gut aus. Es klappt natürlich nicht immer. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Fall, wo offensichtlich, ich weiß jetzt nicht, der Film oder das Bild, das oben quasi drin gewesen wäre, fehlt. Also entweder es fehlt oder es kann nicht angezeigt werden. Das müsste man jetzt im Detail nochmal nachschauen. Ich nehme eher an, dass es fehlt in dem Fall. Es kann aber halt auch mit dem Browser zu tun haben. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass man, also wir haben definitiv auch archivierte Webseiten, in denen Flash-Elemente drin sind, die einfach neue Browser nicht mehr abspielen. Das kann ich jetzt nicht zeigen, leider nicht zeigen, weil die Sachen noch nicht ins WARC-Format konvertiert sind. Aber wir werden mit dem Problem konfrontiert sein. Zum Glück gibt es dazu auch schon mit andere Archive, die da auch schon weiter sind. Da ist wahrscheinlich Lösung, wird also wahrscheinlich wird es in dem Bereich auf Browser-Emulation rauslaufen. Also man kann im Internet eben auch, gibt oldweb.today zum Beispiel, da kann man alte Browser in der Emulation anschauen und wahrscheinlich werden wir perspektivisch solche dann quasi bei uns vor Ort anbieten müssen, damit man sich dann quasi die alten Webseiten anschauen kann. So, aber das sind natürlich jetzt alles eher die Zugänge, wo man versucht, die Seiten so anzuschauen, wie sie mal waren. Die andere Variante ist aber eben, dass man versucht,
an die Daten in den WAGs ranzukommen. Da gibt es grundsätzlich ganz verschiedene Tools. Also man kann im Prinzip auch direkt auf den WAGs arbeiten. Es ist kein ganz offener Standard, aber man findet die Spezifikation offen genug. Also es gibt da Open Source Tools, man kann damit im Prinzip auch direkt arbeiten. Aber das WAG-Format ist ja jetzt nicht wahnsinnig geläufig. Deshalb gibt es wiederum auch Software, die quasi hilft, die WAGs ein Stück weit aufzubereiten. Wir versuchen das über Solo Wayback. Das ist eine Software, die von der dänischen Königlichen Bibliothek entwickelt worden ist. Die legt eben einen Solar-Index an auf den archivierten Seiten. Dadurch hat man eine Volltextsuche. Und man kann, also sie hat gute Filtermöglichkeiten. Und damit ist so ein bisschen dabei, dass man dann versuchen kann, diesen Eimer von Dateien jetzt halt quasi durch Filter irgendwie handhabbar zu machen und sich irgendwie einen Korpus zusammenzusetzen, mit dem man dann quasi weiterarbeiten kann. Also zum einen kann man sich hier erstmal auch noch, also die werden beim Indexieren schon noch mit diversen weiteren Feldern angereichert, mit weiteren Metadaten angereichert. Man kann sich hier die WAG-Informationen auch anzeigen lassen. Und man kann sich es eben exportieren, entweder als WAG oder man kann es aber zum Beispiel dann auch als CSV, als JSON exportieren, wofür es ja dann wiederum andere Tools gibt, mit denen man dann darauf auch weiterarbeiten kann. Und wahrscheinlich dann auch erstmal wieder weiter sieben muss. Man muss natürlich ein bisschen sagen, das, was man da rausbekommt, ist dann auch erstmal, da ist auch viel, sehr, sehr viel Neues drin in diesen Dateien, also in diesen Daten, die man da rausbekommt. Tatsächlich, also diese Sachen, die man jetzt hier rausfiltern könnte, die könnte man bei uns im Archiv, also man müsste das quasi bei uns recherchieren und könnte das dann als Kopie mitnehmen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man das auch ein Stück weit noch ein bisschen mehr öffnen könnte. Das können wir im Moment leider, also wo wir es können, ist es quasi für ein Pressemitteilungsprojekt da, also auch da nur nach Registrierung, aber was natürlich schön wäre, wenn man auch hier quasi die Möglichkeit geben würde, so darüber, das über eine API oder sowas zugänglich zu machen, auch das Archiv, wobei man da auch sagen muss, selbst auch das Internet Archive oder sowas haben meines Wissens bisher keinen Zugang über die API. Da ist man jetzt leider wieder bei dem Punkt der Rechtsfragen, auf die ich jetzt hier aber auch nur ganz kurz kommen möchte. Also ein Stück weit haben wir jetzt ein bisschen den Vorteil dadurch, dass wir keine klare gesetzliche Grundlage haben für die Webseitenarchivierung, müssen wir eh die privaten Verträge schließen. Und dadurch können wir Hinterlegerverträge schließen, die es eben auch ermöglichen, dass wir, also nach Stellung eines Benutzungsantrags, wenn das durch die Hinterlegerverträge gedeckt ist, solche Kopien auch rauszugeben. In den allermeisten Archiven in Deutschland kann man die archivierten Webseiten eben nur über das Terminal anschauen, was schon schade ist, weil das natürlich nur ein Bruchteil von dem ist, was man mit diesen archivierten Webseiten machen könnte. Genau. In den USA hat man über die Fair Use Klausel, also die quasi da die Möglichkeit, etwas breitere Möglichkeiten öffnet, archivierte Webseiten zu nutzen. Noch ein paar mehr Möglichkeiten. Also, na gut, ich nehme an, das Internet Archive kennen die meisten, also archive.org, wo man einfach quasi browsen kann. Aber basierend auch auf deren Daten gibt es zum Beispiel das Archives Unleashed Projekt, wo man auch wieder nur nach Registrierung, aber dann auch relativ breite Möglichkeiten bekommt, von denen auch schon aufgearbeitete Daten runterzuladen und mit denen zu arbeiten. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da Datasets zu bekommen und das dann zum Teil auch in Python Notebooks dann wiederum weiter zu bearbeiten und solche Geschichten. Genau. Und das End-of-Term-Web-Archive ist meines Wissens das einzige, also das ist das einzige Webarchiv, das ich kenne, bei dem man tatsächlich einfach WAGs runterladen kann. Also auch ohne sich irgendwie zu registrieren oder so. Ja. Damit bin ich auch schon am Schluss und habe quasi nur zum Abschluss habe ich noch so ein bisschen mir überlegt, so ein paar der Themen, die quasi im Moment in der Luft liegen und quasi und zukünftig auch noch, nehme ich an, noch eher noch virulenter werden. Ich habe mal ein bisschen versucht, das so ein bisschen zu
ordnen, was ich eher im Bereich des Archivs oder der Gedächtnisinstitution sehe und was ich eher im Bereich der Forschung sehe, kann man wahrscheinlich diskutieren. Also im Bereich der Archive, was da auf jeden Fall noch sehr offen ist, ist eben die Frage der digitalen Bestandserhaltung. Also wie schaffen wir es, diese WAAG-Files jetzt auch dauerhaft, dass man die dauerhaft nutzen kann? Müssen wir die Formate, die da drin sind, migrieren? Oder versuchen wir eben über Browser-Emulation das zu vermeiden? Das ist noch eine relativ offene Frage. Wir haben die Frage, wie wir besser erschließen, was ich vorhin angerissen habe mit der Frage der Datasets, wie können wir die ganzen Kontextinformationen, die wir zu diesen Crawls haben, in einer geeigneten Form zur Verfügung stellen. Dann die Vernetzung und die Sichtbarkeit von Beständen. Das kam gerade bei Herrn Hildmann ja auch schon. Die Frage, wer hat eigentlich was und wie darf ich es benutzen und wie komme ich daran? Also wie wir eben zeigen, was wir haben oder auch nicht haben und wer was hat. Gut, dass wir den neuen Techniken immer hinterherlaufen, das wird so bleiben. Der Umgang mit Social Media ist so gesehen auch nur ein letztlich ein Platzhalter. Wir wissen ja nicht genau, was als nächstes kommen wird. Aber Social Media ist im Moment, und dabei hat man neben den Rechtsfragen natürlich auch noch stärker ethische Fragen als bei traditionellen Webseiten, weil man immer auch die Frage hat, von wem darf ich die Sachen eigentlich einfach so übernehmen, obwohl der möglicherweise gar nichts davon weiß. Und wie kann ich das dann zur Verfügung stellen? Gut, die Rechtsfragen habe ich auch mal so zwischen quasi Forschung und Archiv platziert, weil letztlich auch die Frage, wie bringen wir möglicherweise auch den Gesetzgeber dazu, da möglicherweise eine andere Rahmenbedingung zu schaffen, ja, wahrscheinlich bei beiden liegt. Formen der Bereitstellung steht auch so ein bisschen zwischen beiden, weil wir uns da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zusammenfinden müssen. Wie man da diese Schnittstellen am besten gestaltet. Forschungsdaten kommen natürlich aus der Forschung, aber da ist natürlich die Frage, ab welchem Punkt die Gedächtnisanrichtungen übernehmen und wie man das da löst. Dann im Bereich der Forschung muss man natürlich sagen, da bin ich jetzt auch nicht keine Expertin, das ist nur so das, was ich jetzt so von außen so ein bisschen wahrgenommen habe, ist so ein bisschen die Frage, wie man jetzt diese Quellenkritik operationalisiert. Also man hat da jetzt sehr viele Daten, das ist ein bisschen die Frage, wie man gerade bei breiten Auswertungen das zusammenführt. Hat Simon Dohnich jetzt neulich einen Vortrag gehalten, wo es zum Beispiel darum ging, wie man die, also man weiß ja bei den Seiten, also wir haben zwar die genauen Timestamps, wann die Sachen runtergeladen haben, aber man weiß ja natürlich überhaupt nicht, wann die tatsächlich kreiert worden sind, weil diese Daten nicht sehr verlässlich sind, selbst wenn man in der Seite eine Angabe dazu hat. Und mit diesen Datenmassen dabei umzugehen, das scheint da gerade eine große Herausforderung zu sein. Und zum Beispiel auch die Frage, wenn man Quellen aus verschiedenen, also archivierte Webseiten aus verschiedenen Corpora versucht zusammenzuführen, dann dadurch hat man natürlich noch eine viel größere, noch eine Schwierigkeit, da die Daten sinnvoll zusammenzubringen. Genau. So, und hier habe ich jetzt, das sind nur einfach noch ein paar Hinweise, Literaturhinweise, ein paar Links zu einigen von den Sachen, die ich erwähnt habe. Genau. Und ansonsten danke ich mit diesem sehr analogen Foto, also einem Foto von einer analogen Sache, für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf die Fragen.